Jo, hallo und herzlich willkommen hier bei Düsseldorf Dortmund L. Heute tippen wir die zweite Liga. Also ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich die jetzt auch tippe. Ich weiß, ich bin spät dran. Und weil ich mich nicht so gut auskenne, gucke ich immer auf so eine Kicker nach, wie die Tabelle aussieht und achte immer dann drauf, zum Beispiel jetzt wie hier. So sieht ungefähr die zweite aus. Eigentlich auch die erste. Und somit kann ich ja nicht auch nachgucken. Und ich weiß, dass eigentlich auch noch Sandhausen spielt. Hier gegen St. Pauli, irgendwie so. Ich weiß ja nicht mehr ganz genau. Jedenfalls machen wir jetzt nicht der 13., sondern den 12. Spieltag. Deswegen, ich gucke eben mit der Grafik an und dann bis gleich. So, jetzt geht's weiter. Darmstadt 98 gegen Holstein Kiel. Da denke ich ein 0 zu 2. Dresden gegen Eintracht Braunschweig. Da tippe ich ein 1 zu 1. Heidenheim gegen Nürnberg tippe ich ein 3 zu 0. FC St. Pauli gegen Erzgebirge Aue. Tippe ich ein 0 zu 0. Greuther Fürth gegen Sandhausen. Gebe ich ein 0 zu 3. VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf. Gebe ich auch ein 0 zu 3. So, mache ich hier weiter. War gerade Besuch. Arminia Bielefeld gegen Ingolstadt. Gebe ich ein 1 zu 0. MSV Duisburg gegen 1. FC Union Berlin. Denke ich, dass Duisburg erragend spielt und ein 1-0 macht. Jan Regensburg gegen 1. FC Kaiserslautern. Tipp ich ein 1 zu 2. So. Sind meine Tipps für die zweite Liga. Ich mache ab jetzt auch jeden Montag. Zeige ich euch, wie ich geschnitten habe mit den Tipps und mache den nächsten Mal auch wieder. Wenn ihr wollt, mache ich auch so eine Liste mit dem DFB-Pokal und tippe auch den DFB-Pokal-Spiele. Weil ich habe ja leider jetzt nichts, wo ich das machen kann. Ich mache das auch deswegen auch nur, wenn ihr dazu wollt. Und dann sehen wir uns nächste Woche Montag mit der ersten Liga. Mit dem 11. Spieltag müsste es sein. Und die auf jeden Fall mit den 13. Ich gucke eben nochmal nach, welchen Spieltag. Ja, den 11. Spieltag. Und das war's auch wieder von diesem Video. Wer Lust hat und euch die Prognosen gefällt, gebt einfach ein Like da. Kostenlos abonnieren ist, wenn ihr wollt. Und am besten natürlich Glocke aktivieren. Und ich denke, wie immer, nach 20 Abonnenten kommt ein extra Video. Und ich bin im Urlaub, da kommt deswegen auch noch mal ein paar Videos. Sondern hier ein paar zu Lande. Und ja. So.